Hallo und herzlich willkommen hier zur dritten Folge im LS22 auf der Map MyPole Map zusammen mit dem Oscar. Wunderschönen guten Tag. Und wieder getrennten Hof. Aber ihr habt ja gar nichts von dem gemeinsamen Hof mitbekommen. Den Livestream gibt es ja schon gar nicht mehr. Von daher alles beim Alten. Nee, es ist eine Map, der hat vier Höfe, oder die hat vier Höfe. Einmal haben wir jetzt gesehen hier unten. Die hat sich auch Oscar ausgesucht. Ich bin ja da und ich vermute, mal eben gucken, ob ich das hier loslassen kann, dass hier noch irgendwo ist, aber irgendwo wird noch sein, auf jeden Fall Höfe. Aber es ist schön weit auseinander. Ich glaube, das. Ah ne, da, du guckst dir gerade einen anderen an, kann das? Nein, bei 124, Feld 124. 124, ja, du bist jetzt gerade bei 98, ne? Genau, ja, das ist der meine. Ach, den wolltest du nehmen, okay. Ja. Ja, da können wir noch rübergehen auf den Kaffee, das geht. 124, jetzt muss er dann hier oben. Ziemlich in der Mitte. In der Mitte. Ja, da bin ich. Ach, da unten, okay. Da und links unten ist noch einer. Oh, cool, der ist auch schön, auch schön zentral. Ja, der links unten, da dachte ich erst, den meinst du. Aber der sieht auch nicht so. Ich glaube, da fahre ich nochmal hin. Oder kann ich da hinwechseln? Eigentlich kann ich da auch hinwechseln. Warum kann ich? Kann man da nicht hinwechseln mehr? Und so gewisse Gebäude nochmal schon. Eigentlich schon. Ach so, weil ich auf der Karte bin vom, hier vom Helfer. Markierung setzen, ne? Zoom. Versuchen. Gucken wir mal uns den an. Ja, das ist auf jeden Fall nicht der Hof, glaube ich nicht. Stecken wir drin. Stecken fest. Da müssen wir hin. Okay. Die können wir nicht besuchen, stimmt. Den können wir besuchen. Da können wir mal rüberlaufen. Auf jeden Fall sind das hier die Wiesen dann immer. Dazu, das sind die Schafe. Echt, ist das so ein riesen Schafding? Wie viele Schafe passen denn hier rein dann? Die 123 ist die Weide von den Schafen, ne? Wow. Ja. Also dann ist das ja nur Schafsfarm, so wie es aussieht. Drüben ist auch noch was. Oh, man hat ja zwei Weiden für Schafe. Oh, das könnten Pferde hier auch sein. Da wo du bist, das sind Pferde, ja. Ja, das sind die Pferde und drüben ist Schafe, okay. Ja, das ist kein schöner. Dann können wir nochmal zum anderen gucken. Was ist hier unten dann? Mal auch nicht hingucken. Hier können wir hingucken, was ist das hier? Hier ist laut. Die Straße mal entlang laufen, wobei Straße ist hochgegriffen. Die Schlammpiste hier entlang. Wir müssen auch unbedingt im Winter noch Dings aufnehmen hier, die Pistenmacher da. Wobei die Pistenmacher, da haben wir schon direkt einen Namen. Die Pistenmacher, ja. Hab schon wieder letztens angezockt. Haben wir hier Seasons aktiviert? Ja, negativ. Kein Season-Wachstum, also macht auf dem Server keinen Spaß, wenn einer mal da ist und mal nicht. Ja, genau. Ja, das ist halt blöd, das ist... Ach so, hier vorne meine Tiere, dann ist das auch hier die. Der scheint Schafe zu mögen. Nee, das ist dann wieder der Pferdestall, glaube ich. Die schauen ziemlich ähnlich aus. Pferdestall und Schafstall. Das sind die Hühner hier. Und hier sind die Schafe, glaube ich, dann, ja. Weil du dann erkennst, glaube ich, dass die Schafe haben Futtertröge da und die anderen hängen an der Wand irgendwo in den Pferden. Hm. Okay. Ja, dann ist es ja auch nur Standard hier. Der Kenner kennt's. Ach doch, hier sind Kühe. Doch, hier sind Kühe. Der Kenner kennt's. Ja, deswegen kenne ich es nicht. So. Ah, wie du schon sagtest. Ah, ich bleib da oben, das ist okay. Wir bleiben hier. Wir haben jetzt alles hier schon am Malochen, wie die Tiere. Und go. Thank you.
Chuck. Der Kellner kennt, sagt er. Ja, ist auch das erste Let's Play letztendlich bei mir auf dem Kanal im LS22. Oh, Premiere. Ja. Ja, das vorher war ja nur immer Sonntagsstreams. Ich glaube 6 Stück bis jetzt. Kann man ja nicht von Let's Play wirklich reden. Mietest du immer noch oder hast du jetzt gekauft? Nee, das Mieten ist zu teuer. Ich habe das gekauft. Wie gesagt, ich hatte ja fast 500.000 dazu bekommen für die Disketten. Schön für dich. Bitte? Schön für dich. Ja, der Kenner kennt's. Was macht der denn hier? Warum fährt der? Achso, das ist wahrscheinlich. Der ist so gewollt, glaube ich. Aber die auf dem Hof keine Disketten? Nein, wo waren die bei dir? Unter so einem Stand. Ah, jetzt fahre ich ja mitten durch mein Feld. Bei so einem Unterstand. Lagen die einfach da wie so Müll. Ich weiß aber nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder Hof welche hat. Vielleicht war das ein Bug. Oder ein Feature. In dem Fall, ja. Machst du? Oder auf was gehst du? Angeln hier gerade so ein bisschen. Angeln? Ich bin gerade am... Also auf was ich gehe? Ich wahrscheinlich auf Kühe. Ich habe hier 2 große Kuhställe drauf. Also wird es wahrscheinlich Kühe sein. Hab hier jetzt mir einen Fermenter hingestellt. Da war noch eine Ecke Platz. Da war nicht eng genug. Da habe ich noch ein bisschen was hingestellt. Und ja. Jetzt bin ich gerade am Weizen ernten. Das heißt, die Hühner nehme ich auf jeden Fall mit. Auch noch mit. Die haben schön großen Auflauf, Auflauf, das schmeckt mich Hühnern auch, aber aber dann eher ohne Federn und so, ohne Ballkleid. Und was hast du auf deinem Hof? Schafe und einmal Kühe. Also auch. Alles einmal. Ah, okay. Kannst du ja alles machen, rein theoretisch. Und ungefähr 4 Millionen Unterstände. Ja, die habe ich auch in viel. Aber haben ist besser als brauchen. Ne? Ich halte halt auch nichts von zu viel Platz, weißt du, wenn du einfach nur so einen riesen Platz hast. Von daher ist es halt schon mal eine Map, wo du sagst, komm, der hat sich einer Gedanken gemacht, wie so ein Hof aussehen kann und fertig. Finde ich persönlich ja schöner als... So auf den ersten Blick auf jeden Fall. Dass es jetzt halt die Standards sind, zeigt zumindest erstmal, dass man mit Standard auch was machen kann. Und ich denke, dass die Maps mit dem anderen halt noch kommen, weil die brauchen ja dementsprechend auch Objekte, die sie drauf platzieren, ne? Ja. Das machen ja meistens andere Modder. Objekte. Daher wird das mit Sicherheit noch kommen. Vorteil ist natürlich, dass jetzt die Map, was haben wir gesagt, meine war 99 MB, die Version 2 ist schon 120, hast du gesagt, ne, irgendwie so? 110, ja. Oder 110. Das ist natürlich noch schön klein, ne? Wenn du überlegst, dass ich bei G-Portal eh nur wie viel Gigabyte habe ich da? Ich glaube 1 Gigabyte sogar nur für Mods. Okay. Das ist halt nicht viel, ne? Also auf jeden Fall eine kleine Anzahl. Ich habe mich jetzt verfangen. Da hängt er fest. Okay. Ja. Die Arschlenkung ist halt blöd. Also in dem Fall meine ich den Trecher, der lenkt ja mit dem Hinterteil. Ein Gigabyte kannst du gar nicht sein, aber wie viel? Muss ich mal kurz gucken. Noch auf. Da. Ja doch, 1 Gigabyte habe ich und 975 MB sind 25 MB sind drauf, wobei ich jetzt doch die Karte drauf habe. Die Bayerische Wald, weil ich noch nichts von dir gehört habe. Ich dachte, komm, lass mal noch drauf als Safe Game.
Passt halt noch. Aber sonst waren es immer so 3-4 GB bei den Anbietern, wo es sonst war. Naja. Ich bin erstmal den Mod-Trecher geholt, der fährt halt schon schnell. Und hat eine große Kapazität. Welchen? Achso, das ist. Die hinteren drei Glas, die kannst du halt die Kapazität bestimmen. Aber jetzt aber nur 15.000 gemacht, das finde ich schon okay für so einen Dominator. Die Feldpreise sind auch okay, ne? Die sie hier drin haben. Ja. Zumindest nicht sechsstellig. Aber ich weiß noch gar nicht, für was das steht. Ich vermute schon, dass der aus dem Ausland kommt, die Map. Aber ob die wirklich für Polen steht? Glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht, aber. Also ich hatte vorher den Verkehr noch aktiviert, da war Linksverkehr. Okay. Achso, okay. Ich schätze eher so Englisch. Die ganzen Steinmauern neben der Straße. Ja, das stimmt, das sieht schon so irisch-englisch aus, ja. Ja, auf jeden Fall, genau, ist alles Bäckerei und so, alles ist auf Englisch auf jeden Fall auf der Map. Aber noch so, dass ich gerade so zurechtkomme. Hier gibt es zwar lebende Stöcke, Livestock, aber sonst. Und viel Holz mit an den Feldrändern. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, was an Produktion drauf sind, aber wird schon Holz auch mit sein. Ja, habe ich auch nicht geschaut. Ja, das Gute ist ja jetzt in dem neuen LS, dass man die Produktion ja auch stellen kann, zumindest vom Standardspiel schon her. Erste Feld gleich schon mal runtergeholt hier. Und noch zufrieden mit der Seitenkonsole und deinem Lenkrad? Ja, aber ich habe mich noch nicht ganz dran gewöhnt. Ach so, okay. Ja, ich ärgere mich. Sebastian, das ist optisch so schön gemacht und irgendwie haben sie da jetzt ja, irgendwas verhunzt mit der Konsole, also mit der Seitenkonsole. Vorher konnte ich die schön benutzen, so für Türen und alles, ne? Mittlerweile nicht mehr. Was ist da?
Blöd gemacht. Jetzt ist auch mittlerweile der Doppeldeckerbus eingeführt da bei Sebas. Sehr schön. Jetzt haben wir das durch. Ah ne, doch nicht. Da kommen noch Streifen. Ja, und wie viele Karten gibt es dir jetzt? Oh, bei Sebas? Ja. Ganz viele Fahrkarten. Also können ja oben sitzen, unten sitzen. Aber es, in Linien gibt es zwei. Also es geht ja um Berlin erstmal, ne? Und da gibt es einmal eine Linie Richtung Tegel und einmal die 200er Linie aktuell noch. Und dann kannst du dich natürlich auch selber abändern, wenn du willst, ne? Also soll ja Berlin erschlossen werden. Ich glaube, ich habe mal was gehört von, dass die auch den Modder freigeben wollen, sozusagen. Aber ja. Ich mag halt nicht in so virtuellen Städten zu fahren, von daher ist das schon ganz nice. Erst recht, wenn man schon mal in Berlin war, dann erkennt man schon wieder. Von Wien gibt es ja zum Beispiel jetzt den, hier diesen Tram oder was das ist. Glaube ich Wien. Ja, ich habe gehört, aber ja. In Wien war ich noch nicht, da kann ich nicht sagen, ob es das ist, aber... Ich glaube, ich bin durch, ne, ja. Aus. Rufen wir mal den John Deere an. Ist auf jeden Fall schön von der Armaturenbrett geworden, der John Deere. Komm niemals hier rum. Selbstvertrauen. Ach ja. Hier hatte einer perfekt geparkt. Das mit dem Totpunkt in der Lenkung hast du auch noch nicht. Nee. Gehoben, oder? Nee. Du hast ja ein anderes Lenkrad, hast das auch, ne? Ich hab das auch, ja. Das ist ziemlich nervig. Störend. Ja, weil du nicht vernünftig gegensteuern kannst, ne? Ja, im Prinzip brauchst du kein Lenkrad, weil so ungefähr kannst mit das du auch steuern. Hm. Raus, sehr gut. Ich
dahin, ich vermute, ne? Dass wir da rein müssen rückwärts. Sehr schön. Also ist leer. Leer ist gut. Also 60 Hühner rein, dann lügt das schon hier. Was nehmen wir denn? Fünf Hähne. Jo, und? Und wir nehmen mal Geschlechtsreife. Machen wir 50 oder? Ich weiß gar nicht, wie viel passen hier rein? 900, okay. Das hört sich erstmal viel an. Okay, machen wir hier mal die 50. Okay. Kostet ja nichts. Dafür einen Anhänger kaufen macht keinen Sinn. So, und dann gucken wir einfach, wie sich die Hühner vermehren. Ach Gott, ihr habt ein Leben. Schatten habt ihr, Rasen habt ihr, Essen habt ihr. Sehr gut. Ja, und dann war das schon wieder die dritte Folge hier im LS22 zusammen mit dem Oscar. Ja, schön war's. Schön war's. Bis schön morgen. Tschüss. Du darfst auch Tschüss sagen. Tschüss. Sehr brav.